Hallo Leute und willkommen zurück zu Siberia 3. Wir sind in der letzten Folge ein paar Runden mit der Achterbahn gefahren und mir ist dann gegen Ende klar geworden, dass es wohl nur eine einzige Möglichkeit gibt und das ist ein zweiter Kolben. Also ich weiß nicht, wir haben gesehen, dass man rein theoretisch einen zweiten benutzen könnte. Und es funktioniert ja so nicht. Also der Waggon fährt ja immer wieder los. Und deshalb habe ich mir gerade nochmal meine vorletzte Folge angeschaut, denn ich wollte wissen, wo ich den Kolben gefunden habe, also den ersten Kolben. Und das war hier hinten, genau. Und da werde ich jetzt nochmal hingehen, in der Hoffnung, dass hier vielleicht noch einer liegt. Weil ganz ehrlich, ich wüsste... Stamm, überall, im ganzen Park. Okay, ist ja gut, Kate. Ich wüsste sonst nicht, wo der sein soll. Was hätte das verursachen können? Ja, das sagt sie auch jedes Mal, was hätte das verursachen können. Nee, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass wir auf der Kristall fündig werden. Habe ich jetzt auch ehrlich gesagt keine Lust hinzugehen. Das ist so weit und sie läuft so lahm. Da waren wir jetzt auch schon mehrmals drin, da kommen wir einfach nicht weiter. Ich gehe echt davon aus, dass der Kolben hier irgendwo rumliegt. Ich gucke jetzt mal hier, ob wir zwischen diese beiden Dinger kommen. Nein, was haben wir hier? Popcornmaschine oder so, da auch nicht. Okay, ja, im Endeffekt habe ich jetzt vor, den ganzen Park hier nochmal zu erkunden. Sie muss so schnell wie möglich weitergehen. Ja, ihr quatscht auch immer nur das Gleiche. Vielleicht habe ich hier eine Ecke oder so übersehen, wo ich reinkommen könnte oder, ja, ich weiß es nicht. Denn, wie gesagt, ohne Kolben... Beitra! Ja, ja. Heißt Beitra vielleicht Kolben? Tog? Nein, wahrscheinlich nicht. Ja, eventuell hier bei dem anderen Waggon, dass da irgendwo ein Kolben ist? Nein. Reise sehr lang, wenn so oft anhalten. Ja, ist ja gut. Folge auch sehr lang, wenn so oft planlos. Ich brauche den Kolben. Kann ich da durch? Nee, natürlich nicht, ne? Am Riesenrad da vorne auf der anderen Seite haben wir auch alles erkundet. Sie können jetzt nicht rauskommen. Ich gehe nochmal zur Mitte des Karussells. Ach so, das ist hier schon die Mitte des Karussells. Ja gut, hat sich das erledigt. Was ist, wenn wir hier nochmal komplett rumgehen? Der liegt wahrscheinlich super blöd versteckt. Also wirklich jetzt. Der liegt wahrscheinlich so doof, dass ich irgendwie die Kamera drehen muss, vielleicht auch im Mülleimer oder so. Wenn Park noch offen ja, wäre, ja. Selbst nicht lassen, Jukol rein. Nee. Was ist denn hier eigentlich? Was ist hier für ein Fahrgeschäft? Ach ja, hier waren wir auch. Stimmt, ja, nee. Nee, da waren wir auch. Wir waren in der Hütte davon, in dem Häuschen, ich sag jetzt mal Werkzeugschuppen, whatever. Da waren wir drin, da ist nichts. Hier vorne ist nichts, es ist kein Kolben da. Und wir brauchen einen. Also ich bin mir echt sicher. Wie soll das sonst funktionieren? Das geht nicht. Das geht sonst nicht. Ich gucke jetzt nochmal hier. Nee, da kommen wir auch nicht durch. Nee, das geht nur mit Kolben. Also meine ersten Gedanken waren ja, dass irgendwie rausziehen und immer vor- und zurückfahren, aber funktioniert ja nicht. Denn wenn sie den Kolben rausnimmt, fährt der Waggon automatisch zurück. Und ja, das bringt's nicht, ne? Wie um alles in der Welt kommt dieser Zugwaggon hierher? Das bringt es nicht. Leute, das bringt es nicht. Wirklich nicht. Und wir haben auch... Habe ich das mit dem Messer probiert, das zu nutzen? Ich glaube, ja. Wir haben auch sonst nichts. Ausfahrbare Stange. Totaler Quatsch. Ja, Metallkolben. Passt mal auf, wir schauen uns den mal an. Was kann den nur so lediert haben? Was kann den nur so lediert haben? Also kein Hinweis irgendwie auf gar nichts. Wir brauchen Kolben. Sonst weiß ich nicht, wie es hier weitergehen soll. Pass mal auf. Jemand hat sich hier den Kopf zerbrochen. Nee, das ist ja kein. Nee, das ist ja kein Kolben, der da drin ist, ne? Das ist ja nur der. Wie sagt man? Die Sicherung im Endeffekt, wobei mir gerade auffällt. Jemand hat sich hier den Kopf zerbrochen. Da ist nur eine drin, auf der anderen Seite nicht und hinten auch nicht. Aber ja, dieses Ding halt, ne? Mir fällt gerade das Wort nicht ein. Das Ding, das dafür sorgt, dass man nicht rausfällt. So. Ja. Da ist auch eins auf der anderen Seite. Ach, da sind auch hinten welche. Okay. Ja, ich kann es euch nicht sagen. Ich meine, ohne Kolben, pass mal auf, können wir uns umdrehen? Das wäre jetzt noch eine Option, weil ohne... Euer Ernst. Euer Ernst. Was macht diese Stange da? Nee. Nee. Ey, ist das fies. Leute, wirklich jetzt. Kann ich jetzt mal bitte zurück? Ach so. Boah, ist das gemein. Jetzt mal
Wirklich, oder? Also ganz, ganz ehrlich, kann man nicht? Oder hätte man diesen Hotspot nicht rechts hinmachen können, sodass man ihn so schon sieht? Weil ganz ehrlich, sich in die Richtung umzudrehen, in der Hoffnung, da den Kolben zu finden, weiß ich nicht. Vor allem, wenn man die ganze Zeit in dieser Position hier ist und so drauf guckt. Wie ging das jetzt nochmal? Jetzt muss ich gerade erstmal eben überlegen. So, ne? Das hier erstmal hoch, genau. Doof. Ja, gar nicht. Was mache ich denn hier? So, genau. Und jetzt 15 und 25 war das, ne? Blöd. Wirklich. So, 15. Das ist... Sowas ist doof vom Spiel, weil ganz ehrlich, wer denkt immer daran, sich immer umzudrehen? So. 15, 25. Müsste hoffentlich funktionieren. Ja gut, jetzt haben wir es endlich. Ich habe es ja auch dann in der letzten Folge, nachdem ich überlegt habe, wie es machbar ist, habe ich ja schon gedacht, ja, zweiter Kolben. Aber okay, so. Jetzt geht's hoffentlich weiter. Halten wir jetzt bei der 25 und dann, denke ich, müssen wir den Kolben entfernen und dann fährt er bis zu 15, ne? Und das ist dann auch hoffentlich die richtige Position. So, nochmal die schöne Achterbahnfahrt genießen. Also das finde ich echt ganz schön gemacht, auch wenn es an manchen Stellen dann ein bisschen hakt, aber gut. So, ist das jetzt tatsächlich richtig? Wir sind jetzt hier, im Endeffekt gerade auf der Fahrt, ja, nach oben, ne, dahin, wo wir hin müssen. Ja, wir nehmen jetzt 25 raus und dann fährt er nur bis zu 15. Müsste funktionieren. Ja, wenn man weiß, wo der Kolben ist, eine einfache Sache, wirklich, jetzt hätte ich das sofort rausgefunden, dann wäre es ja nicht mal ein Rätsel, weil... 15 und 25 war ja sogar vorgegeben. Also bitte. So, wir halten jetzt an, ne? Oh, super. Oh, Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Ich frage mich, wo dieser Durchgang hinführt. Ach so, ja, okay. Erstmal aussteigen. Eieiei. Alles Raketen, ne? Alles Raketen und Planeten. Gar nicht mal so unschön hier, glaube ich. So, wo genau befinden wir uns? Was ist hier? Oh, Automaten, natürlich. Automaten, was auch sonst. Da geht's hoch, okay. Weiß ich jetzt nicht, ob das eine gute Idee ist. Hier sind wir aber direkt auf der anderen Seite. Alles klar, okay. Dahinter muss der Park liegen. Jo, das stimmt, okay. Ist hier sonst was? Kamera drehen, auf jeden Fall. Nicht wieder irgendwas übersehen. Und dann erfahren wir vielleicht jetzt gleich... Was hier so komisch gebellt hat, als wir von der anderen Seite hier hingegangen sind, hat doch irgendwas gebellt. Habe ich zumindest gedacht, aber wer weiß. So, kann ich leider nicht lesen. Vielleicht heißt es Kasse oder so. Oh. Oh, was ist denn das jetzt hier noch für ein riesiges Gebiet? Das hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet. So, Kamera drehen auf jeden Fall. Ist was im Mülleimer? Nein, was ist das hier? Gar nichts. Ist da eine grüne... Ist da eine grüne Jacke drin? Was zur Hölle? Was zur Hölle? Hier geht's auf jeden Fall nicht weiter. Okay. Okay, okay. So, was suchen wir eigentlich? Wir suchen den Aufziehschlüssel, ne? Oh nein. Oh nein. Okay, rot. Rot ist super. Rot ist einfach nur geradeaus. Ich hoffe, ich komme damit weiter. Achso, das ist auch nur nochmal der Plan. Okay. Jetzt bin ich wieder übervorsichtig. Hier leben Leute. Jetzt check ich das. Das war auch der, der den Waggon gefahren hat. Hier leben die Leute und haben sich vor der Strahlung geschützt. Ach, krass. Echt krass. Was ist das? Die Zone ist mehr oder weniger sicher. Ach so, okay. Haben die sich hier unten verschanzt? Och, Kate, nicht die Sachen jetzt durchwühlen und noch so. Noch frisch. Noch frisch, die Blumen. Ja, was ist das? Für André, meinen stolzen Soldaten. Hm, können wir die Zeitungsartikel lesen? Nee, leider nicht. Okay, kniet sie sich da erstmal so in den Koffer. So, Stromkasten, was ist hier? Pilze. Ja, echt, die leben Pilze? Hier. Das finde ich ja schon wieder cool, weil ich damit nicht gerechnet habe, dass man jetzt noch so überrascht wird. Das finde ich ganz schön. So, wer lebt hier? Das ist die große Frage. Es wird gespeichert. Oh, was für ein cooler Vorhang, so Patchwork-mäßig.
Ein Fotoalbum. Ich bin schwer versucht. Ich bin schwer versucht? Ja, dann guck doch rein. Fotoalbum, da bin ich gespannt. Das schauen wir uns gleich an. Mein André. Mein André, also lebt hier eine Frau, ne? So, Kamera drehen, nicht vergessen. Also, kann natürlich auch sein, dass hier ein Mann lebt, ne? Geht ja auch. Moment, hier, der Schrank. Kate, ist das so cool, das jetzt hier alles irgendwie zu öffnen? Mit dem Messer aufheben? Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig, okay. Dann vielleicht damit? Versuchen wir etwas anderes. Okay. Damit? Auf keinen Fall. Okay, damit? Es funktioniert nicht. Okay, gut. Jetzt hat sie nur noch einen Metallkolben. Ach ja, klar, den anderen hat sie ja stecken lassen. Gut, gut. Ein typisches Teenagerzimmer. Was? Das ist... Moment, Kate. Das möchte ich nochmal kontrollieren. Das ist ein typisches Teenagerzimmer. Mein André. Und dieser ältere Herr, ich würde sagen... Mein André. Um die 40 ist der André von dem Teenager? Was? Aber okay. Hier ist aber niemand. Oh. Einige olympische Medaillen. Wer könnte hier leben? Die Person muss ja auch irgendwas mit dem Park zu tun haben. Sehen wir jetzt den letzten Akt unserer exklusiven Folge von Reaktor der Leidenschaft. Was? Ihrer Lieblingsserie mit einer exklusiven Mischung aus Liebe, Gier und Plutonium. Heute konfrontiert Peter seinen besten Freund Yuri. Worum es geht? Um das Herz der schönen Genia, die dem einen versprochen, doch rettungslos verliebt in den anderen ist. Und auch wenn keiner weiß, wie ihre Konfrontation enden wird, steht eins fest. Heute Abend ist die Luft erfüllt von jede Menge Testosteron und Leidenschaft. Was? Yuri, ich würde dich nie um so etwas bitten. Dich, meinen besten Freund, wenn es nicht so wichtig wäre. Du verlangst, dass ich meine Hochzeit mit Genia absage und wagst es, mich noch meinen Freund zu nennen? Komm schon, Yuri. Du weißt, sie liebt mich. Das kannst du mir nicht vorwerfen. Nicht? Und was hält Tatjana von all dem? Und eure Familie? Wissen sie, dass du vorhast, die Hochzeit für Genia abzusagen? Sie werden es akzeptieren müssen. Und dein Erbe von Onkel Josef aufs Spiel setzen? Du kannst so naiv sein, Piotr. Oh Gott, so voll die Soap. Was meinst du damit? Haben es deine Eltern dir nicht gesagt? Das Testament deines Onkels wurde heute Morgen verlesen. Der alte Josef scheint dir, Tatjana, postum einen letzten Streich gespielt zu haben. Du lügst, verdammt! Aber nein, es ist klar geregelt, dass du und sie sein Vermögen gemeinsam erbt, wenn ihr heiratet und mindestens 10 Jahre lang verheiratet bleibt. Es sei denn, einer von euch stirbt zuvor. Okay. Und das ist das Ende dieser exklusiven Folge von Reaktor der Leidenschaft. Oh nein! Schalten Sie später wieder ein. Ja! Wieder auf Sendung sind, ich will wissen, wie es weitergeht. Wie es weitergeht. Was? Das kannst du jetzt nicht gewesen sein. Oh, ich will doch jetzt wissen, was da ist mit Genia. Und Yuri, was zur Hölle? Spiel, krieg dich ein. So, dankeschön. Was? Ich werd's nie erfahren. Och, Mann. Ist doch blöd. Das ärgert mich. Das ärgert mich tatsächlich. Und noch mehr ärgert mich, dass hier noch irgendwo irgendetwas sein muss. Denn bis jetzt hat uns das hier noch gar nichts gebracht, ne? Außer natürlich, dass wir da Yuri und, Pipapo mit anhören durften. Nee, das bringt's nicht. Ist hier auf dieser Werkbank nichts? Der Hammer, den würde ich ja sofort einstecken. Aber Kate denkt sich, nö, ein Hammer. Nee, den kann ich nie gebrauchen. Ein typisches Teenagerzimmer. Ja, vor allem, das sagt sie, wenn sie hier an der Küchenzeile steht. Ja, das typische Teenagerzimmer. Mit der Küchenzeile. So, wir müssen irgendwie den Schrank aufbekommen. Haben keinen Schlüssel, haben im Endeffekt gar nichts. Gucken nochmal eben nach unten. Und noch ein bisschen nach rechts. Feuerlöscher ist da, wunderschöne Teller sind da. Ja, tatsächlich, es ist das typische Teenagerzimmer. Hast du recht. So sehen Teenagerzimmer aus. Dann gehen wir mal wieder raus. Hä? Wer sind Sie? Und was um alles in der Welt tun Sie? Oh, hi. Entschuldigung, ich... Sie sind also das Frauenzimmer, das meinen Wagen genommen hat? Wegen Ihnen musste ich meine Beute die Gleise entlang schleppen. Oh, tut mir leid. Selber Frauenzimmer, Verzeihung. Tut mir wirklich leid.
Ich begleite diesen Nomadenstamm und wir versuchen, aus dem Park herauszukommen. Ich dachte, der Wagen gehört niemandem und dass ich ihn für uns verwenden könnte. Ich dachte nicht, dass ich damit jemandem schade. Sie hätten sich erst ein bisschen umschauen können. Er ist nicht für alle verlassen. Robodog. Wie geil. Ha, das hat gerade noch gefehlt. Hier, braver Hund. Mama bringt dich in 0, nichts wieder zum Laufen. Wofür ist der Schlüssel gut? Zur Aktivierung der Automaten des Parks. Man muss sie immer mal wieder aufziehen, sonst werden die armen Dinger völlig neurasthenisch. Oho, oder sogar neurasthenisch? Was für ein Wort. Und dann fallen sie aus. So. So, Alte, dann rück mal den Schlüssel raus. Sich vorstellen, ich brauche diesen Schlüssel. Es war nicht meine Absicht, so einen schlechten Start hinzulegen. Ich möchte mich vorstellen. Ich bin Kate Walker. Ich begleite den Stamm der Yukol auf ihrem Zug in ihre heiligen Lande. Und Sie sind? Hoho, eine Amerikanerin. Ja, ja, ich hätte darauf wetten können. Ich hätte es mir denken können. Eine Amerikanerin. Ich bin Oberfeldwebel Katerina Viktorovna Drozdolova, Gewinnerin der Goldmedaille im Kugelstoßen bei der Moskauer Olympiade. Und Witwe des gefreiten Andrei Gregorowitsch Drozdolov, altgedienter Artillerieoffizier und Eiskunstlauf-Champion. Hocherfreut, Sie kennenzulernen, Katerina. Es könnte sein, dass Sie meine Rettung sind. Könnten Sie sich vorstellen, mir Ihren seltsamen Schlüssel zu leihen? Ich brauche ihn, um einen Automaten zu reparieren, den wir brauchen, um weiterzukommen. Sie sind wirklich höflich und drücken sich aus wie ein Buch, junges Fräulein. Sie haben Rückgrat, das gestehe ich Ihnen zu. Dieser Schlüssel ist extrem wertvoll für mich. Und nach allem, was ich weiß, können Sie und Ihre Wichtelbande eine Banditengang sein, die hier alles klauen wollen, was sie kriegen können. Was? Schrotthändler, die glauben, trotz der Strahlung sei hier eine Goldgrube. Ich habe das Gesindel mit einer Ladung Schrot verscheucht. Diese Brüste sind so überdimensional. Also wirklich jetzt. Was ist das? Kommen Sie, ich rede mit Ihnen. Ja, ja. Lügen, hübsch hier. Ich bestehe darauf. Alter, ich komme nicht auf die Brüste klar. Nee, anlügen. Ich bestehe darauf, ist aber so. Ich weiß nicht, ich will nicht so forsch sein. Ich lüge lieber. Wenn ich tatsächlich ein Räuber wäre, wäre ich an Ihrem Güterwagen hier interessiert. Er ist wirklich bezaubernd. Alles hier ist so geschmackvoll. Wie lange leben Sie schon hier? Total. Oh, beinahe 40 Jahre. Mein Andrei und ich, wir haben nach der Olympiade den Park gewartet. Das war unsere Arbeit. Das sieht man. 40 Jahre? Ich dachte, alle Überlebenden wären nach der Katastrophe fortgegangen. Wir haben es versucht. Aber die Fähre nach Valsimbor ist ohne uns abgefahren. Wir haben in der U-Bahn Schutz gesucht, nachdem Andrei mit dem Wagen einen Weg hineingefunden hatte. Mein Andrejusha war immer sehr gut organisiert. Er vermutete, dass der eingestürzte Eingang die Luft reinhielt. Aber für ihn war es leider schon zu spät. Ihr Mann wurde verstrahlt? Wir beide. Aber mir hat es nicht geschadet. Nö, gar nicht. Die Brüste sind gewachsen. Einfach. Oder vielleicht war ich wegen all des Mülls immun, den sie mir verabreicht haben, damit ich bei Olympia goldene Nippes hole. Mhm. Und seither haben Sie nie versucht, nach Valsimbor zu gelangen? Nein. Ich hörte, dass alle Strahlenopfer dort in diese Klinik gesteckt wurden und nie wieder rauskamen. Außerdem hatte ich hier alles, was ich brauchte. Ein Heim. Ich bin meinem Andrejusha nah. Ich habe meinen Hund und so viel Beute, wie ich will. Warum stocken Sie Ihre Vorräte nicht auf, wenn Sie schon hier sind? Sogar diese Kümmerlinge müssen doch wohl was essen. Wir haben nicht viel Zeit. Wir werden verfolgt. Und ohne Ihren Schlüssel sind wir aufgeschmissen. Schön gut. Bitteschön. Aber passen Sie drauf auf, okay? Na klar. Ganz sicher, Katharine. Eine letzte Frage noch, bevor ich gehe. Sie sagten, die Luft im U-Bahn-Tunnel sei sauber. Führt der aus der Stadt hinaus? Ja. Folgen Sie einfach den Gleisen hinter meinem Quartier, dann verlassen Sie Baranur durch die Station Olympiastadion am Ende der Linie. Das ist die Endhaltestelle. So vermeiden Sie nicht nur die Strahlung, Sie haben auch Strom.
einer der wenigen noch funktionierenden Stromkreise der Stadt. Seien Sie nur vorsichtig. Ein paar Rohre sind gebrochen und haben einige Korridore mit Seewasser überschwemmt. Danke, Katharina, für alles. Ich finde das... Also... Nein! Das ist ja mal überdimensional krass. Moment. Was? Was ist das? Was hat die da erlegt? Jetzt, warte. Können wir das nicht anschauen? Ist das ein zweiköpfiges Wildschwein? Oh Mann, ey. Das fand ich jetzt aber echt witzig, wirklich. Und ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass wir hier tatsächlich Menschen treffen. Aber okay. Was war denn hier? Ach so, nee, das war nur die Anzeige da vorne. Okay, wir haben also jetzt den Schlüssel. Habe ich den wirklich? Moment, ich gehe auf Nummer sicher. Ja. Gut, den Schlüssel habe ich. Jetzt kann sie ihren Robodock leider nicht mehr aufziehen. Aber gut, dafür können wir jetzt Oskar reparieren. Ich möchte jetzt nur eben wissen, sie hat gesagt, hinter ihrem Waggon. Ja gut, aber dann auf der anderen Seite, ne? Können wir logischerweise jetzt noch nicht hin. Und dann sollen die Strauße durch den U-Bahn-Tunnel, oder was? Das kann witzig werden. Aber gut. So, jetzt erstmal den ganzen Weg zurück. Oskar reparieren und dann, ja, bin ich gespannt, ob der dann tatsächlich wieder lebendig ist. Ja, genau, okay, jetzt setz die Brille auf, das ist wichtig, damit deinen Augen auch nichts passiert. So, jetzt also erstmal wieder eine Runde Achterbahn fahren und dann, ja. Wie langsam sie sich hinsetzt. So, dann nehmen wir jetzt auch noch den nächsten Kolben raus und fahren zurück zum Ausgangspunkt. Jetzt haben wir es ja nicht mehr weit. Und dann auf zu Oskar. Wisst ihr, was ich voll schade fände, wenn wir Oskar jetzt reparieren und der dann nicht so ist wie Oskar oder wenn der eine andere Stimme hat? Oh, jetzt sind die Jokoll schon hier. Kirk! Was gibt's Neues, Kate Walker? Frau Kate Walker hat offenbar Zeit für Spaß. Was soll das denn heißen? Hallo, ich habe hier meine Pflicht erfüllt. Sich rechtfertigen, ignorieren, widersprechen. Also bitte. Ich hatte keinen Spaß, Ayahuasca. Ich habe einen Weg gesucht, wie die Karawane sicher hier wegkommt. Nicht ärgern, Kate Walker. Dieser verfluchte Ort macht die U-Call etwas nervös. Was hast du entdeckt? Also nehmen wir die U-Bahn. Die Luft ist sauber und über die Station am Ende der Linie können wir die Stadt verlassen, ohne von der heiligen Route des Zuges abzuweichen. Wohin führt der Ausgang der Station? Eine Art Sportstadion. Olympia oder so ähnlich. Olympia. Land der Märtyrer. Gute Arbeit, Kate Walker. Ich weiß nicht, was die U-Call ohne deine Hilfe tun würden. Zuerst müssen wir die Kristalle auf den Strand hochziehen. Wie können wir dir helfen, Kate Walker? Also, eure großen Strauße können nicht mit dem Wagen zur U-Bahn gelangen. Können die U-Call den Schutt am Bahnhofseingang wegräumen, während ich mich um die Kristall kümmere? Gehe Freiwillige suchen. Bis bald, Frau Kate Walker. Ja, schön, dass sie auch mal was tut, ne? Nicht nur rummeckert, die alte Ziege. Olympia, Route des Zugs, der Stamm. Olympia. Ayahuasca schien das nicht zu gefallen. Tatsächlich habe ich gehört, dass der letzte Straußenzug in Schwierigkeiten geriet. Eine Tragödie, die bleibende Narben hinterließ. Aber du hast momentan genug zu tun. Wir sprechen später darüber. Ja, natürlich habe ich zu tun. Ich mache ja alles hier. Hast du etwas von den U-Call gehört, die noch in der Kristall eingesperrt sind? Es geht allen gut, auch wenn die Strauße langsam ungeduldig werden. Wir müssen sie bald da rausholen, Kate Walker. Ja, ich tue mein Bestes. Was ist der nächste Schritt, wenn wir Baranur verlassen haben? Der Fluss Balatöm. Wenn wir ihn über die heilige Brücke überquert haben, sind wir jenseits der Grenze in Jakastan. Unsere Verfolger können uns dort nichts mehr tun. Ich gehe, Kirk. Ich muss einen alten Freund finden. Ja, Oskar! So, es wird jetzt zwar gespeichert, aber das würde ich jetzt echt gerne in dieser Folge noch machen, weil ich so gespannt bin. Aber ja, nochmal zur Stimme. Ich fände das schade, wenn er eine andere Stimme hat. Aber wahrscheinlich hat er eine andere, oder? Ich will es nicht hoffen. Ich mochte Oskars Stimme. Oskar, ich komme. So, jetzt ist aber auch klar,
was Kate eigentlich mit der Kristall vorhatte. Ich habe mich das ja in einer der letzten Folgen gefragt. Jetzt ergibt es natürlich Sinn, denn die verlassen den Park ja jetzt auf der anderen Seite. Trotzdem hat das ja im Ganzen nicht so wirklich Sinn ergeben, aber okay. So, jetzt erstmal das Wichtigste, Oscar. Achso, natürlich, auch benutzen Aufziehschlüssel. Ich hoffe, der hat dann nicht irgendwie einen an der Waffel oder so und ist total anders. Also, noch mehr einen an der Waffel als vorher schon. Was? Hä? Ja! Ja, drehen! Ich wollte gerade sagen, muss ich hier noch was einsetzen? Drehe und drehe. Oscar, ich kann es nicht glauben. Oh nein. Kate Walker. Doch. Hallo, Kate Walker. Sind wir bereit? Können wir jetzt los? Haben Sie die Sprungfeder des Zugs wieder eingebaut? Und Herr Hans Vorarlberg, ist er an Bord? Es gibt keinen Zug mehr, Oscar. Und auch keinen Hans Vorarlberg mehr. Wie bitte? Und Sie sollten eigentlich auch tot sein. Ich habe Ihr Herz einem anderen Modell eingebaut. Das ist wie Sie. Und es scheint zu funktionieren. Es ist schön, Sie wiederzusehen, Oscar. Ist alles in Ordnung, Oscar? Ich glaube schon, Kate Walker. Nach allem, was ich weiß, wurde ich nicht für Seelenqualen programmiert. Ich schätze nicht. Aber Oscar, Sie waren immer sehr talentiert. Dieser neue Körper ist sehr reparaturbedürftig. Jedes Gelenk ist von osteoarthritischem Rost befallen. Oscar, ich brauche Ihre Hilfe. Natürlich, Kate Walker. Das ist meine Funktion. Och, nö. Also andere Stimme, okay, habe ich mir wie gesagt gedacht. Aber die ist nicht gut. Kate Walker? Ja, ja. Ich bin niemand, der auf Synchronstimmen super viel Wert legt. Aber das geht gar nicht. Das... Nee. Ich begleite die Yukol auf ihrer großen Reise. Sie haben mich gefunden, als ich im Sterben lag und mich in der Nähe eines Flusses im Westen Siberias bei sich aufgenommen. Sie begleiten den Zug der Schneestraußen in die Heiligen Lande, wo diese sich fortpflanzen. Wir werden von fanatischen Soldaten verfolgt, die Yukol dorthin zurückschicken wollen, wo sie herkommen. Und sie wollen mich auch noch den amerikanischen Behörden ausliefern. Ich werde aller möglichen Vergehen bezichtigt, die ich nicht begangen habe. Die Yukol, ein primitives Nomadenvolk im fernen Norden, das in Symbiose mit großen Herden von Struthio Nivis, gemeinhin bekannt als Schneestraußen, zusammenlebt. Das fasst es ganz gut zusammen. Kate Walker, amerikanische Umstürzlerin, intellektuell und politisch instabil, lässt sich von Umständen und Begegnungen beeinflussen, trotz fraglos vorhandener Charakterstärke. Das trifft wohl zu, wenn auch stark verkürzt. Gut. Wie kann ich Ihnen helfen, Kate Walker? Wir sitzen hier in einem verstrahlten Gebiet fest und müssen so schnell wie möglich weg, um unseren Verfolgern zu entgehen. Aber die Yukol und ihre Herde sind in dem Schiff eingesperrt, das uns an diesen vergifteten Strand gebracht hat. Wir müssen die Kristall aus dem Sand herausziehen und die hintere Luke freimachen, damit die Strauße raus können. Auf der Brücke dort drüben ist ein Fahrzeug, das wir benutzen können, aber es sieht aus, als könnte nur ein Automat es fahren. Ich helfe Ihnen gern, solange dieser abgenutzte Körper es aushält. Wir kriegen das schon hin, Oscar. Vertrauen Sie mir. Nun, ich werde tun, was ich kann, um zu helfen, Kate Walker. Aber, Kate Walker, meine Kleider! Ich habe keine Kleider an! Okay, beruhigen, aufziehen, schimpfen. Oscar, die Yukol und ich haben schon ganz anderes gesehen. Wir halten das schon aus. Nein, nein und nochmals nein, Kate Walker. Jetzt will der Klamotten. Es kommt nicht in Frage, dass ich so unbedeckt herumspaziere. Meine mechanische Intimsphäre wird von Industriepatenten geschützt, die den Fortbestand der Vorarlberg-Produktion sicherstellen. Ich brauche Kleidung, so ist das nun einmal. Oscar, bitte. Es hat keinen Zweck, Kate Walker. Ohne anständige Bekleidung bewege ich mich hier nicht mehr. Schon gut, schon gut. Ich besorge Ihnen Kleider. Okay, finden Sie Kleidung für Oscar. Ja. Es ist unglaublich, ihn wieder am Leben zu sehen. Das stimmt allerdings, es freut mich.
Aber die Stimme, sorry, das geht nicht. Also wirklich nicht. Das klingt ja... Das klingt ja, als wäre das irgendein Let's Player, den sie genommen haben. Was ich ja auch nicht generell nicht gut heiße. Aber, boah, schlimm. Nee. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Beim nächsten Mal gibt es hoffentlich Klamotten für Oscar. Bis dahin. Tschüss.